Ja, hallo liebe YouTube-Freunde. Also, ich bin gerade mit dem IHC 844S am Pflügen und hier soll heute Abend noch Mais eingesät werden. Das wird auch später noch gekreiselt. Ja, heute haben wir mal eine Besonderheit. Wir haben einen anderen Pflug. Hier ist heute Morgen noch Mist drauf gekommen auf den Acker. Das ist übrigens, weil mich schon ein paar Mal gefragt wurde, ob ich einen sogenannten Lieblingsacker habe, auf dem ich am liebsten arbeite. Ja, das ist dieser Acker hier, arbeite ich am liebsten drauf, weil der einfach am einfachsten zu fahren ist. Ja, wir haben jetzt hier einen sogenannten Querneland Pünscher B-Pflug. Ich kann euch gar nicht sagen, wo der her ist. Auf jeden Fall war der irgendwann da. Und jetzt haben wir, wie gesagt, den Pünscher Querneland B-Pflug. Und ich muss wirklich sagen, der IHC, trotz Glatzköpfe, die er drauf hat, spielt er mit dem Pflug. Klar, so ein 1056 wäre ideal mit diesem Pflug. Wir haben den Pflug früher auch schon mit unserem 1255 rumgezogen. Aber ich muss sagen, das geht relativ schön. Ja, hier ist Schweinemist drauf gekommen. Und wenn man sich das Ganze mal anguckt, also dieser Quenneland im Vergleich zum Wenzki B-Pflug, den ihr aus den anderen Videos kennt, macht er wirklich ein schön gleichmäßiges Beet. Muss ich wirklich sagen, bin ich sehr zufrieden, wie schön der das rumdreht. Ja, das ist echt krass, dass so ein alter IAC mit 85 PS so einen Flug noch schafft. Ich hätte es nicht gedacht, dass er es packt. Gefahren wird hier im ersten Straßengang mit der 25% Unersetzung. Das heißt, ich kann an 844 quasi 25% unersetzen, dass er die Zugkraft steigert. Ja. Jetzt habe ich gedacht, ich nehme euch einfach mal kurz mit und dann könnt ihr auch mal von innen zugucken. Ja, hier kommt der 1056 mit der Krone-Spitzzahn-Kreiselecke. Der ist gleich am Kreiseln. Hier kommt ja heute Mais rein. Und dann wird hier im Spätjahr Mais drauf gehäckselt.
Ja, liebe YouTube-Freunde, also ich denke, ihr habt es jetzt gesehen, der IHC 844S und da vorne noch der 1056 XL. Die spielen mit den Maschinen hier. Also das hätte ich wirklich nicht gedacht, dass der 844 einen 5-Schar-B-Flug wegzieht. Echt krass. Ja, in diesem Sinn hoffe ich, das Video hat euch wenigstens ein kleines bisschen gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da, lasst mir Abos da. Und in diesem Sinn danke fürs Zuschauen.